Was hat die früher beliebte Fernsehshow Deutschland sucht den Superstar mit Möbelverkauf zu tun? Ganz einfach, mittelmäßige Möbelverkäufer verhalten sich genauso wie extrem schlechte DSDS-Kandidaten. Man kann von jedem Menschen was lernen und wenn er nur als schlechtes Beispiel dient. Heute lernen wir von den schlechten DSDS-Kandidaten und von Möbelverkäufern, die ihnen nacheifern. Bei den Vorauswahlen zur DSDS gibt es drei Arten von Kandidaten. Erstens die potenziellen Gewinner. Die haben Talent, vernünftige Stimme, gutes Auftreten und Sympathiewerte. Die zweite Gruppe sind die Mittelmäßigen. Die sind okay, aber nicht besonders. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Die komplett Verrückten. Sie wirken oft verhaltensauffällig, egomanisch. Sie haben Stimmen, die Glas zum Zerbersten bringen können. Sie sind seltsam angezogen und wirken exzentrisch. Eine weitere Eigenschaft, die alle Kandidaten der Kategorie 3 gemeinsam haben, das heißt die Katastrophen, ist, dass sie selbst ihre größten Fans sind. Sie glauben wirklich, dass sie die besten Sänger der Welt sind. Und sie gehen fest davon aus, dass die Jury begeistert sein wird. Je schlechter sie sind, desto überzeugter sind sie von sich selbst. Das wäre eigentlich witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Diese Menschen haben keine Ahnung von ihren eigenen Fähigkeiten oder von dem Fehlen derselben. Und sie wissen nicht, wie schlecht sie daran sind, mit dem Publikum eine Beziehung aufzubauen. Wenn sie dann aus der DSDS-Show rausfliegen, beschimpfen sie das Publikum. Sie suchen das Problem nie bei sich selber. Hier schlagen wir die Brücke zum sogenannten Verkaufsprofi im Möbelhandel. Natürlich nicht Sie, aber Sie wissen, von wem ich rede. In den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass die Einrichtungsberater, die am schlimmsten verkaufen, und damit meine ich gar nicht nur den Umsatz, sondern was sie dem Kunden dabei antun, diese Vollkatastrophen sind am überzeugtesten davon, dass sie genau wüssten, was sie tun. Wenn sie weiterhin die Verhaltensweisen an den Tag legen, die noch nie funktioniert haben, jetzt nicht funktionieren und auch in der Zukunft nie funktionieren werden. Die meisten Möbelverkäufer in Deutschland tun sogar genau das Gegenteil davon, was funktioniert. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele geben. Menschen, das heißt Kunden, entscheiden in Sekundenbruchteilen, ob sie mit jemandem in Kontakt treten wollen. Statt also dem Kunden in Bewegung aktiv und offen zu begegnen, stellen diese Profiverkäufer, stehen oft in Gruppen rum oder sitzen in Beamtenpose hinter Schreibtischen. Diese Schreibtische heißen im Möbelhandel seltsamerweise Verkäuferarbeitsplatz. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Es gibt eine riesige Ausstellung, die Millionen gekostet hat und 1,5 Quadratmeter Schreibtisch heißen Arbeitsplatz. Was für ein Quatsch. Zweite Sache ist, Menschen hassen es, beobachtet zu werden. Das macht aber lange Leine lassen und den Kunden erstmal beobachten zur beliebtesten Kontaktstrategie dieser Verkaufsprofis. Dritte Fehleinschätzung, die Kunden lassen sich nicht gerne helfen. Im Zivildienst war das anders, aber Möbelhandel nicht. Und sie antworten daher auf geschlossene Ja-Nein-Fragen mehrheitlich mit Nein. Daher ist, kann ich Ihnen helfen, die Kontaktfrage Nummer 1 im Möbelhandel, also auch wieder genau falsch rum. Das vierte Problem, seit mehreren Jahrhunderten ist bekannt, dass einem Verkaufsgespräch über beratungsintensive Produkte eine Bedarfsermittlung vorausgehen sollte. Der Möbelprofi beginnt aber begeistert seine Museumsführung wenige Sekunden, nachdem der zögernde Besucher zugegeben hat, nach welcher Warengruppe er sucht. Dann zeigt er so lange nach dem Zufallsprinzip Ware, bis der Kunde so verwirrt ist, dass er behauptet, am helllichten Tage schlafen gehen zu wollen. Diese Kategorie Verkäufer würde wesentlich weiterkommen, wenn sie sich erstmal Zeit dafür nehmen würde, ein paar Worte mit dem Kunden zu wechseln, die nichts mit dem Geschäft zu tun haben, um sich dann für die Situation des Kunden, seine Wünsche und seine Träume zu interessieren. Kunden kaufen keine Möbel, sondern sie kaufen Räume und Träume. Wir müssen erfahren, wie der Traum des Kunden aussieht. Wer fragt, der führt, ist nicht umsonst ein stehender Begriff. Wir beobachten aber wesentlich häufiger, dass diese Chaoskandidaten die meiste Zeit damit verbringen, Ware zu zeigen. Woher sollen sie eigentlich wissen, dass es die richtige Ware ist, dass sie den Kunden interessiert? Dazu die Vorzüge zu erklären und generell ungefähr 99% der Unterhaltung ohne Rückmeldung des Kunden zu bestreiten. Sehen Sie die Verbindung zu den tragikomischen DSDS-Kandidaten? Denen geht es auch nur einzig und allein um sich selbst, um den Ruhm, das Geld, die Anerkennung. Es geht ihnen darum zu zeigen, wie toll sie sind, völlig ohne Antenne dafür, wie ihr Gesang wirkt. Sie sind so überzeugt von sich selber,
dass sie Rückmeldungen der Umwelt nicht mehr wahrnehmen können. Im Verkauf ist das oft das Gleiche. Die Verkäufer sind fokussiert auf sich selber, ihre tollen Produkte, deren Vorzüge und vor allen Dingen auf ihr eigenes Geschwätz. Das Problem ist, dass es im Möbelhandel keinen Dieter Bohlen gibt, der diesen Verkäufern in seiner einmaligen Art sagt, wie Panne sie sind. Noch schlimmer, es gibt überhaupt keine Jury. Der Kunde sagt, vielen Dank für die gute Beratung und stimmt mit den Füßen ab. Und niemand merkt's, wenn wieder ein Verkäufer einen Besucher vergrault hat. Für einen Möbelhändler der alten Schule ist ein Verkäufer dann schlecht, wenn er nichts verkauft. Für mich ist auch ein Verkäufer dann schlecht, wenn er schlecht verkauft. Er verbrennt nämlich Frequenz und die ist knapp. Da aber die meisten Möbelverkäufer völlig ungesteuert ansprechen, wann sie wollen, wen sie wollen und wie sie wollen, können sie gar nicht besser werden. So wie der Deutschland sucht den Superstar-Kandidat, der von Dieter Bohlen wiederholt aus der Sendung geworfen wurde und sich verkleidet und unter falschem Namen immer wieder bewirbt, machen die Verkaufsprofis immer wieder die gleichen Fehler. Wussten Sie, dass über 80% aller verpatzten Chancen auf 5 Verkäuferfehler zurückzuführen sind? Der Kunde sagt am Ende eines verpatzten Verkaufsgesprächs oder besser Verkaufsmonolog, vielen Dank für die gute Beratung. Der Verkäufer sagt, hier ist meine Karte, Mittwoch ist mein freier Tag. Wenn ich dann in Trainings Verkäufer frage, und wann kommt der Kunde wieder, wenn überhaupt, rufen die Verkäufer jedes Mal im Chor, na Mittwoch natürlich, und sie lachen. Sie wissen also, dass diese Strategie nicht funktioniert. Wie muss denn das Lied des Verkäufers gesungen werden, damit der Kunde uns nicht mit den Füßen ausbuht? Erstmal muss man verstehen, dass der Kunde nicht gerade darauf brennt, mit uns zu reden. Genauso wie Dieter Bohlen nicht auf den 1000. unbegabten, selbstverliebten Hobbykünstler gewartet hat, hat jeder Möbelhausbesucher seine Erfahrungen mit eben solchen Verkäufern gemacht. Nur, dass Herr Bohlen ganz gut dafür bezahlt wird, trotzdem zuzuhören. Die meisten Kunden wissen auch zunächst gar nicht, was genau sie wollen, sondern sie sind nur vage mit ihrer jetzigen Einrichtung unzufrieden. Sie brauchen keine Möbel, sondern sie wünschen sich Inspiration und ein gutes Gefühl. Unsere Aufgabe ist nicht einfach den Bedarf zu decken, sondern Bedürfnisse zu wecken. Wenn wir Kunden mit "Kann ich Ihnen helfen?" oder "Was suchen Sie denn Schönes?" ansprechen, antworten diese wahrheitsgemäß: Wir wollen nur mal schauen. Das Lied, das wir anstimmen müssen als Verkäufer, ist: Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Ich bin okay, du bist okay. Du bist mir als Mensch wichtig, nicht nur als Brieftasche. Ich interessiere mich für dich, für deine Situation und dein Leben. Wenn ich kann, werde ich dir helfen, dein Leben mit Möbeln schöner zu machen. Dazu will ich dich wie meinen geschätzten Gast auf meiner Party behandeln. Egal, ob du am Ende kaufst oder nicht. Ich werde dir zuhören, denn ich will mehr über deine Situation und deine Wünsche wissen. Ich werde dir Dinge zeigen, für die du dich interessierst. Ich werde dir nur von Produkteigenschaften erzählen, die genau für dich einen Nutzen bedeuten. Ich werde dir Geschichten erzählen von Menschen, die genauso sind wie du. Ich will dir Lösungen präsentieren, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ich werde dir zuhören, ich werde dich ernst nehmen, ich werde dein Wohl im Auge behalten und ich werde meine Versprechen einhalten. Ich habe persönlich noch keinen Kunden erlebt, der bei diesem Lied nicht zugehört hätte. Es wird nur im Möbelhandel viel zu selten gesungen. Was meinen Sie dazu?